Hallo und willkommen zu einem neuen Video, denn heute zeige ich euch nämlich 4 Arten, wie ihr ein ganz langweiliges T-Shirt ziemlich cool aufpimpen könnt. Und außerdem solltet ihr bis zum Ende dranbleiben, denn dann kommen noch ein paar Infos zu einer ziemlich krassen Verlosung. Also, bis dann und viel Spaß! Und wir beginnen mit einem super schönen Crop Top. Hierfür brauchen wir als erstes ein altes T-Shirt. Und dann habe ich ungefähr 15 cm lange Schlitze reingeschnitten. Ja, wir zerschneiden hier heute einiges. Ihr könnt euch einfach aussuchen, wie weit hochgeschnitten ihr das dann haben möchtet. Und das machen wir vorne und hinten. Anschließend ziehe ich die einzelnen Bändel ein bisschen lang, damit die sich später nicht ausreißen. Und dann nehme ich mir immer 2 Stück und mache einen Knoten heraus. Ganz einfach und dann bis oben hin festziehen. Das mache ich mit allen rundherum. Also ist es von Vorteil, wenn ihr eine gerade Menge an Bändeln habt. Und jetzt nehmt ihr euch immer 2 Stück und die teilt ihr einmal in der Mitte. Und dann wird wieder der gleiche Knoten gemacht. Und so geht ihr so lange vor, bis ihr die gewünschte Länge erreicht habt. Was auch sehr gut geht, ist, wenn ihr das T-Shirt über euer Bein zieht und dann habt ihr nicht so ein riesiges Chaos. Dann guckt ihr, ob das euch so passt, wie ihr das haben möchtet. Und dann könnt ihr die Schnipsel abschneiden. Ganz easy und schon ist euer Crop Top fertig. Das nächste ziemlich langweilig geschnittene T-Shirt zerschneiden wir erstmal wie hier gezeigt. Und dieses T-Shirt ist eher für die wärmeren Tage geeignet oder wenn man zum Beispiel ein Bikini drunter hat im Schwimmbad, dann kann man das sich überwerfen. Aber sehr alltagstauglich ist es jetzt nicht unbedingt, das muss man beachten. Außerdem schneide ich die gesamte Seite mit auf. Komplett. Ich habe übrigens die Naht auf beiden Seiten entfernt. Und ein kleines bisschen nach innen gedreht, knote ich jetzt nur noch an den unteren beiden Ecken 2 Doppelknoten und dann ist das T-Shirt auch schon fertig. Ich trage es zum Beispiel gerne mit einem Bandeau. Weiß, dass ich das nächste T-Shirt lieben werde. Und auch das zerschneiden wir an der hier gezeigten Linie am Rücken. Und zwar einmal komplett durch. Und dann schneiden wir nochmal einen 3 cm langen Streifen da heraus. Jetzt benutze ich Textilkleber. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen oder nähen, wenn ihr das könnt. Ich habe es jetzt hier gelassen, weil das war mir irgendwie zu aufwendig. Den Textilkleber müsst ihr allerdings eine Stunde trocknen lassen. Und damit habe ich die Kanten sozusagen umgenäht, damit es eine glatte Oberfläche gibt. Jetzt schneiden wir unsere Schleifen zurecht aus einem schönen bunten Stoff. Und da müsst ihr gucken, dass die alle gleich lang sind, geht da am besten mit Lineal dran. Und dann verteilt ihr die dort, wo ihr sie haben möchtet. Ich habe das hier mit Heißleim gemacht. Das kann ich nur bedingt empfehlen, das kann nämlich ein bisschen schief gehen und hält nicht unbedingt beim Waschen. Es soll allerdings auch Heißleim-Pistolen-Patronen geben, die Textilkleber sind. Sowas fände ich zum Beispiel super. Hatte ich aber leider nicht da. Dann formen wir Schleifen und zwar raffe ich das in der Mitte zusammen, wie hier gezeigt, und gebe einen kleinen Klecks Heißkleber drauf. Ich runde das Ganze noch ab mit einem kleinen Band, was ich ebenfalls kurz vorher zusammengeklebt habe. Und schon ist das auch fertig. Und fertig ist das perfekte Kati-T-Shirt, mein Schleifentop.
Bei der nächsten T-Shirt-Variante ist mir leider ein kleiner Fail unterlaufen. Leider habe ich nämlich Dateien nicht mehr wiedergefunden. Doch das T-Shirt ist trotzdem ganz easy. Ich habe nämlich ein ziemlich langweiliges T-Shirt genauso aufgeschnitten wie hier gezeigt zuvor. Und dann habe ich mir vom Flohmarkt so ein Deckchen oder einen Platzhalter oder sowas genommen und habe es mit Highslime draufgeklebt. Und letztendlich muss ich eigentlich nur noch das in der Mitte wegschneiden, was da noch übrig ist. Natürlich ist auch hierbei wieder Nähen besser, doch ich finde, auch mit Highslime ging das wirklich, wirklich gut. Hier sieht man das nochmal, da habe ich nämlich oben das, was ein bisschen überstand, einfach umgelegt und wieder festgeklebt. Ist alles ziemlich selbsterklärend, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass die Dateien weg sind. Und fertig ist dieses wunderschöne Spitzentop. Bereits erwähnt, kommt jetzt noch eine kurze Ankündigung zu einer Aktion, die dann am Sonntag im Video stattfinden wird. Ich werde nämlich mit Laura vom Kanal LaurenCocoXO im Rahmen der Rexona Happy in Motion Kampagne an der Outfit Challenge teilnehmen. Da geht es nämlich darum, dass man ganz schön ins Schwitzen kommt und halt trotzdem die Challenge gut meistert. Und hierbei werden Laura und ich uns gegenseitig eine Challenge stellen. Das bedeutet, wir haben jeweils eine Stunde Zeit, uns ein ziemlich gemütliches Outfit zu einem bestimmten Thema zusammenzustellen. Und dabei seid nämlich ihr gefragt, also schreibt mir doch bitte ganz, ganz viele Outfit-Vorschläge in die Kommentare, welche Challenge ich dann Laura stellen soll. Und ich werde auch eine Challenge von Laura bekommen, also bin ich da schon sehr gespannt. Und die Auflösung, wie wir das dann meistern werden, das gibt es dann am Sonntag im Video. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf eure Vorschläge und außerdem gibt es einen ziemlich, ziemlich krassen Preis zu gewinnen. Das erfahrt ihr dann alles am Sonntag. Außerdem könnt ihr euch jetzt hier meine letzte Morgenroutine angucken oder hier ein anderes Video und dann bis Sonntag in alter Frische. Also, tschüss!